Hallo und willkommen bei How to Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr euer Motorola Moto G73 ausschalten und neu starten könnt. Man könnte nämlich meinen, dass dies genauso einfach möglich wäre wie das Versetzen in den gesperrten Modus. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wenn wir hier lange draufklicken, öffnet sich der Google Assist. Wie wir das ändern können, zeige ich euch gleich. Erst möchte ich jedoch zeigen, wie das Gerät denn nun wirklich ausgeschaltet wird. Und zwar müssen wir hier an der Seite gleichzeitig den Lautstärke lauter und den untersten Button gedrückt halten. Und dann öffnet sich dieses Menü. Da können wir dann Ausschalten auswählen oder neu starten, aber auch sperren sowie Notfall. Die Verknüpfung zum Google Assist können wir jedoch auch rauslöschen. Dafür gehen wir in unsere Einstellungen. Dann auf Gesten und hier runter auf Ein-Aus-Taste gedrückt halten. Hier steht gerade gedrückt halten, um Assistant zu starten. Wenn wir hier draufklicken und dann das nochmal ausprobieren, öffnet sich der Assistant. Schalten wir das Ganze hier am Regler aus, können wir, wenn wir hier lange drücken, auch das Handy ausschalten. Das war's zum Thema Ausschalten, Neustart sowie Google Assistant auf eurem Motorola Moto G73. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn das so ist, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!